Die Zeit für die Dorfpräsentation ist streng begrenzt. 250 Minuten hatten die Niederwinklinger, um die Jury zu 100% zu überzeugen. Das ist eine Mannschaftsleistung, anders geht das nicht. Alle Bürgerinnen und Bürger haben mitgemacht, das ist federführend von unserem Kommunalunternehmen organisiert worden. Und alle waren mit Herzblut dabei, ich glaube, das hat man gespürt. Los ging die Tour am Dorfplatz der 2750 Seelengemeinde. Nach einer kurzen Eröffnungsrede des Bürgermeisters machten sich die Jurymitglieder auf in die Kirche. In der Grundschule wurde der Tross von den Schülerinnen und Schülern musikalisch begrüßt. Nächster Halt war das Freibad, das den Besuchern in Niederwinkling kostenlos zur Verfügung steht. Beim Obst- und Gartenbauverein gab es dann eine kleine Stärkung. Anschließend ging es mit dem Bus weiter. Die Fahrt führte unter anderem durch das Industriegebiet des Dorfes. Vor dem Begegnungszentrum gab es eine Theateraufführung über König Ludwig II. Und zum krönenden Abschluss einen Film über das Dorf. Dazu hatte die Gemeinde extra ein Lied über ihr Winkling komponiert. Ein Winkling sei mal stolz zu jeder Zeit, der Worte Reichtum, das sind unsere Leid. An Niederwinkling ist einfach diese ganze Vielfalt für Alt und Jung, was da alles geboten ist, das ist Zeichnen für Niederwinkling. Und das macht, finde ich, dieses Dorf einfach aus. Hier in der Pfarr- und Gemeindebücherei, dass da viele Damen ehrenamtlich tätig sind, da kann man natürlich auf die Ehrenamtlichkeit dann auch bauen und hoffen. Niederwinkling, da sind wir daheim. Und ich muss ehrlich sagen, man fühlt sich wohl. Es ist eine Einheit da. Also man arbeitet zusammen, die Vereine untereinander. Pfarrei, Kirche und es gibt nichts Schöneres nicht, als hier in dem Dorf zu leben. Nicht nur die Bewohner Niederwinklings fühlen sich scheinbar pudelwohl in ihrem Dorf, auch die Jurymitglieder waren sehr beeindruckt. Niederwinkling ist ja wirtschaftlich besonders stark und das liegt wohl am intelligenten Konzept, das hier entwickelt wurde. Und es wird auch sehr qualitätvoll umgesetzt in Lebensqualität für die Bewohner. Preisgünstigen Sozialwohnungsbau anbieten und auch ein tolles Angebot für Senioren haben, was auch viele Gemeinden einfach nicht so auf die Reihe bringen. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde sehr viel gibt, dass aber wirklich sehr viel auch draus gemacht wird. Zum Beispiel ganz viele Vereine. Neben den zwei niederbayerischen Vertretern Niederwinkling und Moos sind noch 13 weitere Dörfer aus Bayern im Landesentscheid. Bewertet werden die Teilnehmer anhand von 5 Kriterien. Das erste Kriterium sind die wirtschaftlichen Initiativen und Entwicklungskonzepte. Das zweite Kriterium ist der ganze Bereich der sozialen Interaktion im Dorf. Das ist das Vereinsleben, Altenbetreuung, Kinderbetreuung. Der nächste Bereich ist die Baugestaltung im Ort. Da haben wir natürlich auch von der Architektenkammer Spezialisten, die die Bausubstanz beurteilen. Der nächste Bereich ist der Grünbereich im Dorf, die Grüngestaltung. Und der letzte Bereich ist das sogenannte, der Bereich Dorf in der Landschaft, wie sich das Dorf integriert in die Strukturen außenrum, in die Bereiche Landwirtschaft, Natur. Bis zur Entscheidung müssen sich die Winklinger und auch die Moser noch knapp 2 Wochen gedulden. Am 25. Juni gibt die Jury die Namen der 3 Siegesdörfer bekannt, die Bayern im kommenden Jahr beim Bundesentscheid vertreten dürfen.